Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen in City Skylines in Mepino. Ihr seht's, wir sind gerade ein paar Minuten mit dem Streifenwagen unterwegs. Wollte ich mal gucken. Jetzt fährt er aber ausgerechnet in den Vorort rein, wo nur die kleinen Häuser sind. Eigentlich wollte ich ja durch die europäischen Häuser mal durchfahren. Ja, das, was ich tatsächlich vermutet hatte, wenn man die Grundschule einfach mal wirklich nur als Grundschule lässt, keine Oberschule hinbaut, dann erhöhen sich die Häuser halt nicht so stark und es stehen genug, in Anführungsstrichen, ungebildete Bürger zur Verfügung. Ja, um eben hinten die Industrie auch zu versorgen. Das ist ja offensichtlich nicht so ganz unwichtig. So. Und jetzt gehen wir hier einfach mal wieder raus. Drücken wir mal einmal Tab. Und dann müssen wir mal gucken. So, da sind wir. Da bin ich nämlich bei der Polizei auf dem Wagen drauf gestiegen. Und was ist das? Okay. Wie habe ich denn hier die Regelung gemacht? Dort, ne? Das ist richtig. Und hier ist richtig. Und hier ist auch richtig. Ach so. Oh, eine großartige Stadt. Das ist doch schön. Wir haben eine großartige Stadt. Ach, weil die halt einen Stopp haben. Naja, und wenn ich das mal so mache, dann dürfen sie ja fahren. Dann sollte ich das aber hier auch machen. Habe ich. Ja, dann ist doch gut. Dann lassen wir das auch jetzt mal kurz so. Klar, die müssen jetzt halt aufpassen. Warum stoppen? Die stoppen aber trotzdem komplett. Ich wollte hier, wenn ich das hier soweit ausgebaut habe, eine Ampelreinschaltung hinsetzen. Das heißt, dass die Ampeln, die dann auch an dieser Straße entlang gehen, alle gleichzeitig geschaltet werden. Und an dieser Ecke, weil das definitiv eine Kreuzung sein wird, die immer sehr stark befahren wird, wollte ich das dann mit der und der noch kombinieren. Ja, dass wenn also hier komplett alles geschaltet ist, dass die hier auch grün haben und hier diese hier grün haben und die anderen hier warten müssen. Das muss ich dann mal gucken. Jetzt wollte ich aber erstmal was anderes gucken. Wie sieht es denn mit der Versorgung aus? Strom? Sehr gut. Habe ich? Ah, Tommy. Haha. Du hattest mir doch was Nettes. Apfelhainhöhen, was hattest du da gesagt? Das hat mir gefallen. Irgendwas mit, Moment, ich muss mal gucken. Wo steht das denn? Ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Kiwibusch. Kiwibusch ist auch schön. Mach mal Kiwibusch. So, haben wir einen neuen Namen. Du bist so ein treuer City Skylines Zuschauer und immer am Kommentieren. Da sollst du auch deinen eigenen Stadtteil kriegen. So, haben wir Kiwibusch. Bitteschön. So, was haben wir denn wassertechnisch? Ich könnte mal gucken. 12.000. Ja, wir fangen jetzt mal hier oben damit an. Richtlinien. Strom- und Wasserverbrauch senken. Machen wir direkt noch Recycling mit dabei. Ist ja immer schön. So, und das gleiche machen wir bei den Victory-Höhen. Dann mal gucken. Wie ist denn... Wäre hier eventuell sogar zweckmäßig, aber momentan noch zu viel. So. Ja, mal gucken, wie weit das Geld runtergeht, weil hier würde ich das aufklären. Ach, das probieren wir. Wir haben da jetzt noch so viel, das probieren wir. Wenn es zu weit runtergeht, nehmen wir halt wieder was raus. So. Wo es sich auf jeden Fall bemerkbar machen wird, das dürfte hier bei der großen Ecke sein. Das Problem momentan beim Shopping Plaza allerdings. Das Problem ist, müssen wir erstmal noch ein bisschen mehr machen. So, wie sieht's denn? Das wird aber jetzt eng. Oh ja, das wird zu eng. Machen wir wieder so, müssen wir später machen. Müssen wir erst ein paar mehr Leutchen haben, die uns da ordentlich versorgen. Minus 3, oh, leck mir ein Bobis, komm wieder hoch. Minus 4, wollt's mir auch schon? Von, kostet das so viel? Na,
Das geht ja mal gar nicht. Machen wir jetzt den hier auch erst einmal weg. Das ist ja richtig. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht so mitgekriegt. So, jetzt machen wir hier wieder. Machen wir mal so. Dann geht das nämlich etwas schneller. Okay. Und jetzt probieren wir die hier nochmal. Vielleicht war das jetzt einfach nur, weil es halt so langsam ging. So. Gucken, wie weit geht er runter. Weil zu weit aber auch nicht. Ich würde schon ganz gerne noch ein paar tausend plus machen. Das wäre ganz gut. So, Schule wollte ich aber. Ne, erstmal die Müllversorgung. Wie sieht die aus? Die sieht eigentlich sehr gut aus. So, die extrem gut. Ja, das ist okay. Das ist okay. Dann machen wir jetzt mal am Kiwibusch. Wo sind wir hier? Bei der Feuerwehr waren wir da. So, hier machen wir jetzt mal nur die Wasser. Das ist momentan erstmal das Wichtigste, weil ich nicht weiß, ob ich hier bei der Map Mist gebaut habe. Von wegen nur einen Fluss und so. Na? Alter Schwede, das geht aber ganz schön runter. Das haut nicht hin. Ja doch, das haut hin, so gerade eben. Ja, okay, dann ist alles gut. Jetzt geht es wieder so langsam nach oben. Dann ist gut, dann kann das so bleiben. Ja, jetzt geht's wieder nach oben. Warum ist denn der dann eben erstmal so runtergeschossen? Okay. Komm, dann mach jetzt mal auf normal, bis wir... Na, was mache ich denn hier? So ist richtig. Bis wir was haben, wo wir auch müssen. Die Feuerwehr ist überall gut platziert. Polizei ist nicht überall. Wie sieht's denn da oben? Ach, die hat da oben auch keine Feuerwehr. Gleich mal was Größeres hinsetzen. Aber auf der Seite, dann brauche ich die Ströme nicht abreißen. Und dann kommt er da unten nicht mehr hin. Das ist nicht so schlimm, da könnte ich nochmal so eine kleine Feuerwache hinsetzen. Wie sieht es denn mit der hier aus? Die kommt da gar nicht komplett hin. Aber die eben schon. Ja, dann macht das mal so. Und dann machen wir hier noch ein bisschen kleines Gewerbe hin. So, haben wir das. Dann Polizei haben wir da oben nämlich auch nicht. Weißt du, das können wir machen. Warte mal. Wie sieht es denn hier mit? Wie weit kommt die? Auch wieder nicht bis nach ganz unten. Was wir machen können, wie viel brauchen wir denn dafür? Unterhalt ist hier aber auch ganz schön teuer. 4000 jetzt noch zusätzlich kann ich mir nicht leisten. Ich habe nur 3000. Dann müssen wir die hier nehmen. Und dann müssen wir unten nochmal eine kleine hinsetzen. Jetzt bauen wir hier das erstmal so weit aus. Und ich habe mir... Ach so, Schulbildung. Geh nochmal Schulbildung. Oberschule, genau. Das ist auch eine Oberschule. Die haben wir da nämlich schon stehen. Die habe ich nämlich letztes Mal nochmal kurz dahin gebaut. Und die deckt diesen Bereich ab. Das ist gut. So. Universität habe ich auch schon dahin gebaut. Das zeige ich euch. Das habe ich dort hingesetzt. Ja. Warum? Damit die hier nicht alles abdeckt. Weil wenn die Oberschule, das seht ihr, hier, die deckt auch hier nichts ab. Wenn die nämlich hier abdeckt und die Universität hier abdeckt, dann werden die zu gut gebildet und dann fehlen mir hier oben die Arbeiter. Und hier geht das so ein kleines bisschen rein, aber eben nicht komplett. Das ist gut. Dann Bus und Bahn müssen wir auch alle noch machen. Ich glaube, U-Bahn mache ich als erstes. Dann freuen sie sich. Ja, aber jetzt freue ich mich erstmal darüber, wenn ich hier noch ein paar Straßen reinkriege. Das machen wir, damit wir erstmal noch ein paar Bürger kriegen. Ja, machen wir es so. Können wir eigentlich hier direkt rumgehen, ne? So knapp dran vorbei, ist auch schön. Und dann gehen wir dorthin und... Ich glaube, wenn wir das so machen, dann sieht das auch ganz nett aus.
weiter sind, aber dann sind sie sehr eng beieinander hier. Hm. Und wenn ich das so mache, so und so geht doch. Dann haben wir nämlich lieber eine Kreuzung, als zwei direkt aneinander sitzen zu haben. Das möchte ich ja noch nicht. So, aufpasse, wenn er da rausfahrt und dann ist gut. So, dann machen wir mal eine, wo Parkverbot herrscht. So, und die machen wir ganz lustig. Die ziehen wir nämlich... Kann ich nicht machen. Nicht an der Ecke, das geht nicht. Weil, da muss ich da zu viele... Obwohl, die geben auch wieder Strom. Da müssen wir mal gucken. Das können wir eventuell doch noch etwas anders machen. So, dann gehen wir hier wunderbar rüber. Na komm schon, so ist fein. Und ja, machen wir jetzt so. Und gehen bis hier und dort gehen wir drauf. So, dort lassen wir mal frei. Wenn wir was Größeres haben, dann gehen wir hier einmal drauf und gehen... Ja, das ist dann auch wieder zu nah, will ich nicht. Aber von hier, das können wir eigentlich noch tun, wenn wir so machen. Wunderbar, jetzt sind da Ampeln. Richtig? Richtig. Und hier sind nirgendwo welche. Das werden wir jetzt mal ändern, damit ich das nicht vergesse. So, da habe ich nämlich, habe ich ja noch was vor, hatte ich ja gesagt. So, Ampel, Ampel und Ampel, okay. Doch, ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen schon mal ganz gut. Jetzt setzen wir hier eine Einbahnstraße rein. Ja, das geht insofern, weil die können ja nur in eine Richtung abbiegen. Dann ist das in Ordnung. So, die setze ich jetzt einmal hier komplett durch. Sonst beschweren sich nämlich wieder Polizier, dass die nirgendwo hinkommen, wenn ich da hier später was mache. Und geht das? Nur wenn ich den wegreiße. Komme ich da so durch? Auch nur wenn ich den wegreiße. Obwohl, das ging ja eventuell auch hier. Ja, allerdings hier machen wir das dann so. Change Lanes, dass die von hier aus dorthin nicht abbiegen dürfen. So, dann müssen die hier einmal rumfahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist. Aber ich könnte es mir vorstellen. Das lassen wir jetzt einfach mal so. So, hier können sie natürlich nur in eine Richtung abbiegen, das ist klar. Hier haben sie dann wieder beide. Das ist gut, ja. So. Jetzt machen wir hier ganz klar warten und Vorfahrt. Und ja, hier machen wir die ganzen Vorfahrten hin. Logischerweise. Ist ja auch Blödsinn, ne? Hier brauche ich doch gar nichts hinmachen. Ist doch nur verwirrend für unsere Jungs. Okay, aber hier, genau. Und dort. Und hier haben wir Ampel. So, dann geht's hier. Nope. So. Das ist richtig. Und das ist richtig. So, und hier wird auch wieder, die haben Vorfahrt und die müssen warten. Und dann ist alles gut, glaube ich. Wenn wir dazu haben. Und ist einfach auch mal wieder irgendwie was anderes. Finde ich. So. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Also. Das ist versorgt. Okay. Das ist versorgt. Das ist auch versorgt. Und das ist auch versorgt. Das ist jetzt hier die Oberschule. Die ist hier nicht versorgt. Das ist nicht schlimm. Gibt es eine kleine Ecke für Industriearbeiter.
So, Grundschule ist hier gar nicht versorgt. Das müssen wir mal ändern. Aber so sieht gut aus. Dann stellen wir die dorthin. So, Oberschule haben wir nur diese kleine Ecke, warum auch immer die nicht versorgt ist. Verstehe ich nicht. Soll mir aber relativ egal jetzt mal sein. Und ja, Universität ist wiederum versorgt. Dann gehen die hier halt quasi direkt auf die Universität von der Grundschule aus. Ist doch auch mal schick. So, jetzt fehlt dem da was. Und zwar Ströme. Machen wir mal hier. Du darfst dahin. Du dort, du dort. Da haben wir auch noch einen schönen. So, und da machen wir einen dicken hin. Und den Rest machen wir jetzt einfach mal so. Oh, nee. So. Obwohl, ist ja auch mal. Ist noch ein altes Haus aus alter Zeit. Machen wir so, ne? So, dann können wir... Ja, würde ich einfach mal meinen. Wir haben da hinten den Shopping Plaza. Das heißt, hier machen wir wirklich nur so kleine Sachen hin. Mehr brauchen wir hier nicht. Das... Na, da haben wir schon was Kleines, das reicht. Hier. Komm, den machen wir auch. Das sind immer so kleine Tankstellen. Da haben wir einen Einkaufsladen. Das ist ganz gut. Hier machen wir komplett so. Da darf auch ein Einzelner hin. Und jetzt können wir erstmal wieder dicht machen. So, komm mal her. Fängst du dort an und gehst hier einmal rum, bitteschön. So ist fein. Das ist so herrlich. Wenn die alle so auf einen hören. So, jetzt haben wir das Thema nämlich durch. Dann hier noch und hier noch und dann U-Bahn. Ja, ich glaube, das wäre gar nicht mal übel. Und vor allen Dingen wird es Zeit. Das ist ja auch so eine Geschichte für sich. Ja, und hier sollte ich, wenn ich mir das hier angucke, wieso halten die hier an? Hallo Leute, Autobahn? Schnellfahren? Wieso halten die da an? Die halten da immer kurz an, die Deppen. Ist ja auch lustig. Aber warum? Oder kommen die hiermit nicht klar? Sollte ich mal kurz machen. Und zwar so, so. Und jetzt wird es schwierig. Ich hätte vielleicht mal erst auf die Tunnelansicht. So. Okay, dann den. Den. Und den. So. Dann ziehen wir den mal hier raus. Wieso ist denn die Ecke so stark belastet? Das ist merkwürdig. Ziehen wir den... Hier ziehen wir den raus. Okay, so funktioniert das natürlich nicht. Das wäre merkwürdig. Machen wir mal... Hier ist eine gute Ecke, glaube ich. Und dann bin ich ja echt mal gespannt. Nee. Macht er so natürlich nicht. Hätte ich mir auch denken können. Aber... Nee. Du kannst mich auch mal in die Nase. So, habe ich dich. Okay. Dann machen wir den hier recht eng vorbei und schließen den. Und jetzt gucken wir nochmal. So. Seid ihr jetzt immer noch so komisch? Nö, jetzt fahren die... Jetzt fahren sie normal. Gut, dann würde ich einfach mal behaupten, das lag daran, dass die zu nah aneinander lagen. Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Dann machen wir Folgendes. Dann sagen wir einfach mal, Change Lanes. Passt auf, Kollegen.
dort wird nicht geradeaus gefahren. Dann können die sich nämlich frühzeitig einordnen. Und dann ist gut. Ja, dann haben wir hier zwei Spuren für geradeaus und eine zum Abbiegen. Ich glaube, das ist gut. Thema erledigt. Super. Industriebaum. Deswegen war ich nämlich hier oben eigentlich im Gang gewesen. So, hier machen wir Einbahnstraßenindustrie. Ja, die ziehen wir nämlich dann hier runter. Und noch ein bisschen näher. So ist fein. Ziehen wir die... Ja, das wäre eigentlich gar nicht übel, ne? Wenn wir die hier so schön lang gezogen kriegen. Ja. Und jetzt sagt er, ist nicht. Das finde ich aber nicht so schön, Kollege. Ich überziehe schon wieder, das merke ich schon. Versuch das nochmal. So würde das gehen. Ich möchte den aber ganz gerne so haben. Und ja, wenn das geht, okay. Dann drehen wir den ganzen Spaß. Und fertig ist der Lack. So schnell hat sich nämlich dann das Thema erledigt. Jetzt haben wir da eine Ampel. Brauchen wir hier aber nicht. Oder brauchen wir die doch? Naja, ist schlecht einsehbar. Mal gucken. So, jetzt hätten wir ja zu wenig. Nein, das lassen wir so. Okay. Eine kleine Ecke, ich sehe nichts. Eine kleine Ecke. Mach mal hier. Mach mal hier. Ich sehe wirklich recht wenig hier. Und hier machen wir das Ganze nämlich so. Fertig. Industrie. Bin ich ja auch deppert. Ich. Oh, was bin ich deppert? Wir haben doch mittlerweile studierte Leute. Aufgrund der, naja, ich denke zumindest, ich habe die ja erst ganz am Schluss gestern dran gesetzt. Nicht gestern, beim letzten Mal. Wisst ihr, was wir machen? Ich habe da so eine Idee. Wir machen hier... Ja, mitten rein. Die Bürogebäude. Und zwar so. Und so. So, guck mal her. Du nicht. Weil dort, dort und dort packen wir noch kleines Gewerbe hin. Und das wird ein kleines Bürogebäude. Wollen wir doch mal gucken, wie die denn aussehen. Das wäre doch mal, das machen wir jetzt zum Abschluss nochmal. Dann beende ich die Folge. Er wäre ja auch nicht schlecht. Zeig dich mal. In der Sonne ein bisschen schwierig zu sehen. Aber von da ganz gut zu sehen. Das ist ein Bürogebäude, okay. Aha. Mülleimer oder Rauchverbot? Oder beides? Kann natürlich sein. Das ist schön, die haben Blümchen da vorne dran. Das gefällt. Gut, dann mach du mal deine Büromännikes. So machen wir das nämlich. Dann hätten wir hier diese Ecke mit Büros. Und machen hier rum. Dann könnten wir hier noch Büros hinmachen. Ja, warum nicht? Dann machen wir hier auch noch Büros hin. Ist auch nicht so schlecht. Dann müssten wir nur hier und hier irgendwie hier und hier auf jeden Fall eine Haltestelle hinmachen. Besser ist das. Das dürfte doch ganz, ganz interessant werden. Zumal hier sind ja, glaube ich... Hier habe ich noch gar nichts gemacht. Da muss ich noch mal ein Dingens festlegen. Weil da machen wir dann dieses ganze Stück hier. Das wird dann ein Stadtteil. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so übel. Und dann mal gucken, dass wir eventuell hier diese Fläche auch noch mit Büros machen. Und den Rest dann Wohnhäuser. Dann müsste ich diese Straße nur eventuell verbreitern. Das wäre vielleicht nicht übel. Das machen wir noch schnell und dann machen wir Feierabend. Habe ich das nicht eben schon mal gesagt? Ich glaube schon. Aufrüsten. Geht, 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 geht. So, weil dann machen wir hier die Büros hin. Aber warum damit aufrüsten? Das ist doch auch Blödsinn.
Hier, reicht doch und ist hübscher. So, so geht das. Das ist dann die Bürofläche. Wird das anders besteuert? Ja, okay, dann machen wir hier. Ja, dann machen wir das so, dass wir dieses Viertel auch eine eigene, das machen wir jetzt gleich beim nächsten Mal direkt. Okay, also, wir hören uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Lasst mir einfach einen Daumen hoch da, wenn ihr mögt. Teilt es auf euren Social Media. Und würde ich sagen, bis dahin. Bye, bye.